Hallo, willkommen zu Let's Play Dark Cloud mit mir, Froggy und Lunatic. So, dann hoffen wir doch mal, dass es hier weitergeht, weil da ist der Ausgang. Halle Holle, der Turbodreher, ja, meint sich hier wichtig zu machen und die Erdbeere bekommt jetzt gleich mal von Goro ein aufs Gesicht gezimmert. Das ist ja Wahnsinn. Wir bekommen gleich eine Barbe. Das ist schön. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder in den Kommentarfluss reinkomme, weil in den letzten Folgen war es ein bisschen holperig. Oh. Wir haben eine Mime, die lassen wir von Steve beleidigen. Mann, habe ich mich erschreckt. Der weiß gleich, um was es geht. Es ist nicht fair, mich so hinters Licht zu führen. Das stimmt. Oh mein Gott. Mein Zornschlag mit doppelter Kraft. War nur Spaß. Und bumsen. Und weg ist es. So, wir haben 6 Skilder erhalten und nochmal eine Mulmehalbe. Die sind aber richtig flott, die Viecher. Mann. Los, hau ihn um. Nicht den Kopf verlieren. Was zum Spitzkastanie gleich am Anfang. Oh yeah. Was gibt's denn hier? Irgendwelche Gegner, Kisten? Ein Baum in der Mitte? Nichts. Nichts. Mir kommt gerade ein Gedanke. Wir waren in der letzten Folge beim Eulenladen und wir könnten ja auch... Oder was? Die Folge davor? Egal. Wir könnten ja mal... Moment, falscher Charakter. Sowas wie Waffenerweiterungen verkaufen. Das ist doch jetzt wirklich mal das, was uns Geld einbringen könnte. Wahrscheinlich das meiste sogar, ja. Schild in the name of love. Ja. So, die... Hornisse wollte ich jetzt einfach mal vergessen, aber nein. Die Mime wollte ich wichtig machen. Moment! Ich bin ja einfach mal in die Ego-Perspektive geswitcht. So. Der Nisse ist, glaube ich, aber gerade penetranter als die Mime. Ihre Flügel bestehen aus 8 Teilen. Ah, okay, er hat gezählt. Das ist ja cool. Sieht ganz schön feige aus. Geckenhaftes Auge. Was soll das bedeuten? Wenn ich das wüsste. Ich könnte ja googeln. Haha. 7 Gilder. Wenn du willst, kannst du machen. Wäre mal interessant. Schau ich mal, was geckenhaft heißt. So, oh, 3 Adler auf einmal. Das ist eine Arbeit für Zora. Synonym für geckenhaft. Eitel, kokett. Aha. Geziert. Aha. Verführerisch. Aha. Verführerisch. Das wissen wir Bescheid. Was ist denn der Steve für ein Schlingel? Ich meine, was findet man an einer Mime so erotisch? Wahrscheinlich meint er das damit nicht. Ich denke mal, er meinte wahrscheinlich das andere, keine Ahnung. Kokett, Eitel. Ups, nein! Ich habe genau in dem Moment voll zugeschlagen. Daneben geschlagen. Absolut, daneben gezimmert. Machen wir es doch einfach so. Das Donner hat gerade sehr viel abgezogen. Mal gucken, ob die Halle Holle auch tatsächlich. Der macht gerade keinen Schaden mit seinem Schwert. Gefällt mir. Das hat echt keine Lust, irgendwie da was gegen uns auszurichten. Liegt gleich am Boden und ist am Heulen. Zauberkristall. Aha, eine fleischfrühe Pflanze. Mhm. Die kostet uns das mal an. Mhm. Und der Glitzerstein. Sehr schön, da haben wir eigentlich schon fast alles, was wir brauchen für die Eule. Da ist mindestens eine Mime bei. Schnupperschlüssel. Oh. Und das ist eine Mime. Doch nicht. Boah, sehr gut. Oh, Stärketrank. Hm, nett. Aber ist ja noch ein bisschen was zu entdecken. So, hier haben wir einen Gang, da gibt's... falsche Abbiegung. Hab gerade gedacht, was ist hier los? Aha, hier haben wir... sehr viel. Noch 2 Atlas. Gob erhalten. Ne Mime. Ich habe es keinen Bock, zu Xiao zu wechseln. Die haust du auch so ganz gut zurecht. Und zack, zack, Reise. Geht doch. Transfeder, das ist immer willkommen. Jetzt hauen wir erstmal auf die Adler drauf, damit sie auch hier aufgeht. Oh, Fackel. Ja. So, hier ist das Schlüsselloch für den Schnurrmatz-Schlüssel. Mhm.
Na, wo ist er? Da ist er ja. Jawohl, ja. Und die Hornisse. Oh! Kommt er einfach mal her! Ah, die hat direkt gelauert, das ist doch feige. Und da liegt sie auf dem Boden. Da, rechts verlangen. Halle Holle hat auch nichts wirklich zu melden. Ich brauche nicht mal anvisieren. Flotter als die überhaupt aufstehen konnte. Batan, schauen wir auch mal, was das ist. Reparaturpulver. Sehr gut. Batan hat sich für mich irgendwie angehört nach. Was war's denn? Überlegen. Fischköder. Ja, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Meinst du? Ja. Fischköder! Haha, ich wusste es. Haha! So, jetzt sehe ich hier gerade, das ist nicht irgendein Tor, sondern wir können hier mit Goro draufkloppen. Krabumbo, sehr schön. Genau. Das ist ein Vorteil, den er auf jeden Fall hat. Ich habe meine Idee. Gegenstand. Damit wir das nämlich auch öfters mal machen. Antiklebeamulett. Können wir ja mal ablegen. Ich hätte nämlich mal Lust, was anderes als Angriff zu benutzen. Gibt's da ein spezielles Amulett, was da? Nee, ich lasse es auch mal kotzen. So. 105! Nett. Pflanzenbanner halten. Ja, das nehme ich doch mal gern an. Das war auf jeden Fall ein schönes Ding. Das ist toll. Das war ein Feuerstein und ich habe mir gedacht, das könnte doch ganz effektiv sein, wenn man das auf eine Pflanze schmeißt, nicht wahr? Genau. Oh. Okay, das passiert also nicht. Ich habe gerade eben gedacht, man kann mit Dreieck schnell anordnen, ob das dann vielleicht tauscht oder so, aber es geht doch nicht. Schade. Gut, lass ich den mal ausgerüstet, denn dran. Flügel wollte ich sagen. Was ist das denn? Was? Ich habe einfach mal draufgehauen. Was? Erdgräber. Der sieht ja toll aus. Und voll auf die Nuss. Bamsen, Bams. Oh, der haut aber auch gut rein, der Goro. Wenn er sehr langsam ist. Hat nichts ausgemacht? Ja, weil er gerade die Erde verschwunden ist. 25 hat er mir abgezogen. Bitte geh. Gut. Der ist echt träge. Schau mal, der läuft irgendwie. Ja, der sieht schon. Das ist schon nicht so der flotte Typ. Ja, obwohl, die laufen schon alle gleich. Die laufen gleich, es sieht nur langsamer aus, aufgrund seiner trägen Animation, seiner trägen. Ja. Bewegung. Er macht große Schritte. Genau. So, da brauchen wir auch nicht mal anvisieren. Einmal, zweimal. Zweimal habe ich gesagt. Schön. Und weg. Gut. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Adler. Zwei Adlers und drei Kisten. Davon dürfte eine Mime sein. 100 Pro. Bestimmt. Oder vielleicht auch nicht. Letztes Mal hast du es ja auch gedacht. Kai? Kai erhalten. Die Leute haben lustige Namen. Ich bereite mich schon mal vor, von dem Fall, dass eine Mime ist. Hohoho, Windstein erhalten. Das ist doch mal. Nö. Ja, das wird wahrscheinlich sowas sein wie der Feuerstein. Komm dann, kriegst du zum Knuspern. Definitiv. Weil die anderen sagen. Ja, jetzt noch die andere Seite und dann geht's ab zum Eulerich. Genau. Dann geben wir dann die Barbe ab. Die Barbe abgeben. Barbe? Nicht der Haare. Zum Schluss noch die Karte. Ja, hat sich ja jetzt noch voll gelohnt. Ich habe echt gedacht, ich war da echt sowas von überzeugt, dass in diesen drei Kisten eine Mime drin ist. Aber vielleicht sind die jetzt eh weniger geworden. Warum? Ich weiß eh gerade nicht, was mit mir heute los ist. Ich bin sowieso total unkonzentriert. Ich hätte es eigentlich auch erottern können. Also hätte ich nur mal nach oben rechts geguckt, hätte ich gesehen, oh, uns fehlt ja noch eine Karte. In der letzten wird eine Karte sein, deswegen. Aber ich komme ja auf sowas gerade nicht, nee. Ah, es ist doch kein Problem. Ich bin manchmal auch so abgelenkt, geistig. So. Dann schauen wir doch mal, ob es der Glitzerstein, die Spitzkastanie oder die Barbe sein darf. Also rote Beere. Ich nehme die Barbe. Die Barbe? Die Barbe. Nee, will ich nicht haben, nein. Nicht die Barbe. Schauen wir doch mal. Schauen wir nochmal. Schauen wir nochmal. Spitzkastanie. Nee, will ich auch nicht haben. Nein, das bleibt mir schön weg mit dem Zeug hier, nee. Das wollte die letzte schon. Das ist doch fast nie so, dass die letzte das gleiche will wie die danach, oder so. Ich sag bloß so ein bisschen glitzersteinig. Nee, will ich haben, ja, ungefähr. Es glitzert. So, damit ich das draußen nicht anordnen brauche, mache ich das gleich mal hier. Was ist das denn? Momos Opa
mit Rentiermaske. Der könnte doch... Könnte er nicht. Lalala, passt nicht hier rein. Hier kann man das einfügen. Da kann man eine Fackel einfügen. Und der da, Gob, dynamischer Typ mit Krokodilsmaske. Nein. Der kommt dann woanders hin. Aber ich habe doch noch irgendwie ein Haus gefunden. Nee, nicht wirklich. Da fehlt uns aber noch einiges. Uiuiuiui. Da haben wir noch einiges vor uns. Du, ich würde sagen, wir gehen gleich in die nächste Ebene, oder? Ja, auf jeden Fall. Das werden noch einige Ebenen, die auf uns warten, wie es aussieht. Ja, also so habe ich auch das Gefühl. Tief in den Wald kämpfen. Nur wenn wir jetzt schon die Schlange besiegt haben, was könnte dann auf uns warten? Das frage ich mich gerade die ganze Zeit. Es freut mich, dass es keine eingeschränkte Zone ist. Ich laufe einfach mal dem Gegner hier entgegen. Halle Holle, bekommt zwei Schläge ins Gesicht. Bums. Ich habe zweimal Bums. Geschlagen. Ich frage mich, warum es einmal geht und einmal nicht. 7 Gilda. Oh, ich freue mich, dass es jetzt schon wieder ein Halle Holle. Dass ich jetzt weiß, wie die Währung heißt. Das hat fast gereimt. Irgendwie, manchmal will er treffen, manchmal will er nicht treffen. Spitzkastanie. Juhu. So, das Schlangenschuh kann mittlerweile zerbrechen, deswegen sollte ich gucken, dass ich es auch gleich mal auswechseln. Repariere. Oder reparieren. Das Schlangenschuh. Genau. Schlangenschuh. Gehe ich kein Risiko ein. Ist auch bald voll mit der Aufnahme. Oder der Aufnahmebalken. Einmal. Okay. Zwei. Doch, das geht fix. Glitzerstein. Was ist denn los? Alles sofort hinein, was zusammengehört. Irgendwie so. Ja, zuerst die Spitzkastanie, jetzt fehlt nur noch die Barbe, dann sind wir eigentlich schon wieder fertig. Ja, Knochen. Knochen? Knochen. So, wir brauchen es nicht mal heilen, bekommen wir alles vom Spiel hier gestellt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Diesmal müssen wir uns allerdings an drei Charaktere. Was bist du denn? Halloween? Halloween? Den lassen wir noch gleich mal beleidigen. Was bist du denn? Ich will seine Fäustlinge. Er will seine Fäustlinge. Du musst das Monster erledigen. Na dann, leg los. Ah. Gebackener Kürbis ist lecker. Nom nom nom. Oh oh. Kürbisse sind nahrhaft. Und gesund. Hast du schon vom kopflosen Kürbis gehört? Das ist schrecklich. Kopflose Kürbis? Der kopflose Kürbis kommt in Vollmondnächten auf einem Kürbispanzer. Was? Was zur Hölle? Also der zapft echt viel Unnötiges. Äpfel sind zum Essen da, nicht zum Werfen. Jetzt weiß ich, was er meint. Ich sag dir genau, was ich denke. Ich möchte so schnell wie möglich ein Mensch werden. Interessieren dich die 7 Wunder meines Dorfes nicht? Das ist... Ich konnte es nicht lesen, verdammt. Wusstest du, dass Giftäpfel Mardan Gei... Der labert wie eine Labertasche, Mann. Gerade so ausgewichen. Oh, Mann. Getroffen. Nein, ich will dich treffen. Ab dafür. Geh schlafen. Schön. Ich find's cool. Aber Halloween, meine, erst kamen Wochentage, jetzt kommen Feiertage. Vielleicht kommt ja bald noch Weihnachten und Ostern. Das sehen wir ja. Also erstmal haben wir Weihnachten. Dann muss ich mein schusseliges Verhalten bei Xiao entschuldigen, indem ich sie heilen tue. Heilen wir den auch gleich noch. Okay, dann geht's weiter. Rechts haben wir eine Atla, die muss ich allerdings holen. Geht nicht anders. Nur, es ist ja nicht so schlimm. Erdgräber. Ja, schon wieder. Mit wem haben wir den Felsangriff? Ich glaube mit niemandem, oder? Felsangriff haben wir hier jetzt gerade nicht. Ne, Moment, Felsangriff haben wir mit Xiao. So war's. Ich war nämlich am überlegen, ob das nicht Goro oder Garzora war. Sieh zu. 14. Es geht. Oh, was zum 38? Oh mein Gott! Es ist nur ein Maulwurf. Und sieh ihn dir an. Er hat ein Blinklicht. Sieht aus wie ein Bauarbeiter oder so. Aus sicherer Distanz, ja, hat auch nicht wirklich Wert. Ich glaube, Goro ist da der bessere Mann für. Ja, der kann da richtig gut zuzimmern. Und Krawumbel. Tatsächlich nicht ein einziges Mal getroffen. Schade.
Ich hab doch geschlagen! Wieso schlägst du nicht, Goro? Was ist mit dir los? Du bist so träge! Ich find's so geil, wie er läuft. So, Feierabend! Geh schlafen! Ab unter die Erde mit dir, wo du herkommst. Mann, das hat mir jetzt gerade echt viel Schaden gemacht. Vielleicht finden wir ja noch mal einen Brunnen oder so. Wäre ja ganz cool. Wir hatten noch vorhin erst einen. Da oben. Oder unten? Ja, vielleicht finden wir ja noch mal einen. Wow. Aber das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Okay. Bis zum nächsten Mal. Alrighty then. Tschüss.